Mein erstes war der DKW. Der DKW-Zoll war das. Das war damals die große Mode. Und das zweite war dann der Ford. Und weiter sind wir nicht mehr gekommen, weil wir ja dann im Krieg, haben wir ja den als nicht kriegsbedingt oder kriegstauglich haben wir ja den Wagen verkaufen müssen zum Schätzpreis an einen, der im Krieg aus Tübingen war, der Sohn von einem damaligen Bürgermeister oder nicht Bürgermeister von dem Werk in Tübingen war, der irgendwie ein Leiter, der Vater. Aber er war halt ein junger Mensch und der hat auch nur noch einen Fuß gehabt. Krieg amputiert. Und der hat uns ein Auto gekriegt. Dem haben wir es verkaufen müssen. Weil wir hätten nicht mehr fahren dürfen, wir hätten kein Benzin mehr gekriegt. Weil wir haben es ja gehabt für meine kranke Mutter, weil die nicht gehen konnte. Und die haben wir dann immer vom ersten Stock runter, die Treppen ist sie noch verkehrt runtergegangen mit der Krücke. Und dann ins Auto rein, haben wir es auch geholt. Und dann habe ich sie in den Wald runtergefahren oder irgendwo hin, wo sie halt hin wollte. Und das war aber nichts, was für den Krieg tauglich war. Naja. Ich war die letzte von dreien. Eine Schwester war älter, die war 9 Jahre älter, die ist erst vor ungefähr 10 oder 15 Jahren gestorben. Und dann mein Bruder, der war ist nur 10 Jahre alt geworden. Der wurde also 4 Jahre Volksschule, das ist ja normal, und dann hätte er ab der 5. Klasse in eine Mittelschule sollen, Gymnasium oder sowas ähnliches. Und es war in Altötting nicht möglich. In Altötting haben ja die Englischen damals nur Mädchen genommen. Also ich zum Beispiel und meine Schwester auch. Aber keinen Buben. Jetzt hat also der Vater, zuerst haben sie gesagt, entweder Mühldorf oder Burghausen, aber da muss er mit dem Zug fahren. Damals hat es noch nicht diese Busse gegeben wie heute. Das waren, mit dem Zug haben sie fahren müssen. Und da hat er gesagt, nein, also das ist ganz gefährlich. Es waren schon mehrere, die in Burghausen im Zug jeden Tag nach Burghausen oder nach Mühldorf gefahren sind. Damals war ja nur die untere, die Gymnasium. Ne? Die Herobere, da gab es ja noch nicht. Das Neustadtviertel ist ja damals noch ganz spärlich gewesen. Es war eigentlich bloß die Maklerstraße, links und rechts bebaut. Und das andere waren lauter Wiesen und Felder. Das war ja... Da war ja die Wacke, also die hauptsächlich, aber wie gesagt, sollen, aber dann haben sie doch nach Wasserburg in ein Schülerheim getan. Und natürlich war er unglücklich, das ist klar, weil er einsam war und weil er niemanden gekannt hat. Ja, das ist klar, dass er Heimweh gehabt hat. Meine Mutter hat ihn noch am Allerheiligen besucht, im Zug natürlich, ist hingefahren und hat ihm auch noch was zum Essen gebracht, so selbstgemachte Marmelade oder irgend sowas als Aufstrich und so weiter. Und er war sehr traurig, wie sie wieder weggefahren ist. Und dann hat er, das war damals 18. Am 5. November 18 ist er gestorben. 3 Tage war er im Krankenzimmer von der Schule, wo er da in dem Schulheim war. Und die Grippe war so gefährlich damals, das war die spanische Grippe. Und die hat so viel Leid umgebracht, weil die Leute haben natürlich auch durch das schlechte Essen, das man gehabt hat, und durch das lange Hungern und so weiter, die haben auch keine Kraft mehr gehabt. Und er ist nur 3 Tage krank gewesen und dann ist er gestorben. Und das war natürlich für meine Eltern ein Tiefschlag, sondern das Gleiche. Die haben sich beide nicht mehr erholt. Mein Vater hat dann einen Magenleiden gekriegt,
I samme morgengrebsstorm med 44, altså jahrgang 44. Jeg var så ældre, jeg var så over 60, aber trotzdem, es war einfach, es war, und meine Mutter hat dieses Gelenkleiden gekriegt, also Arthrose an sämtlichen Gelenken und habe sie 23 Jahre dann hinterher im Rollstuhl gefahren, wenn wir in die Kirche gefahren sind oder sonst wohin und so weiter. Früher haben wir dann ein Auto gehabt, sind wir in den Wald runtergefahren oder irgendwohin, damit sie ein bisschen frische Luft gekriegt hat. Wir haben ja am Kapellenplatz gewohnt. Naja, also wir waren ein Königreich Bayern, gell? Ein Königreich. Ja, bis 19. 18 ist er abgedankt. Bei der Nacht ist er davon, der König Ludwig III. Und er hat ja dann noch eine Zeit gelebt, aber das war natürlich traurig für ihn, dass er sein geliebtes Bayern verloren hat. Aber das mit dem Kaiser Wilhelm, wir Bayern haben ja die Preisen auch nicht mehr. Genauso wenig wie die Österreicher. Wie die Amerikaner gekommen sind, da waren also die Nazis ganz verrückt. Die sind durchgelaufen am Abend. Lichter aus, Lichter aus, Lichter aus. Sonst schießen wir in die Wohnungen. Und das auf, und die anderen sind durchgekommen, Lichter auf, habe ich runtergerufen, ja, was ist jetzt eigentlich? Die einen sagen aus und die anderen sagen auf, wir kennen uns überhaupt nicht mehr aus, was sollen wir denn machen? Dann war er doch so vernünftig und hat aufgerufen, ja, macht es aus. Weil zuerst haben wir es ja ausgemacht, das war doch Verdunklungszeit im Krieg. Ja? Aber dann sind die gekommen und gesagt, die Amerikaner schießen uns sonst zusammen, wenn wir es nicht ausmachen. Sie stehen jenseits vom Inn drüben, sind schon gestanden. Dann haben sie am 1. Mai hat es einen riesen Krach gegeben. Und ich habe das Fenster ein bisschen gekippt gehabt in der Küche, das war Wessel. Das hat es aufgerissen durch den Luftdruck. Und da ist eine Zuckerdose mit wertvollem Zucker am Boden runtergefallen. Aber das war fürchterlich. Da waren die Amerikaner und die wollten ja rüber, haben es doch die ganze Innbrücke in der Eting haben es bombardiert, die Nazis, dass die Amerikaner nicht rüber können. Als wenn wir die keine Pontos gehabt hätten. Natürlich sind sie dann rüber, das ist doch ganz klar. Und da hat der Pfarrer am Abend, wo ich gesagt, mein Gott, was wird denn das für eine Nacht werden? Da, die einen schreien aufmachen das Licht, die anderen schreien ausmachen das Licht. Und wir haben auch Angst gehabt. Wir haben auch gesagt, ja, die werden uns da nicht zusammenschießen. Einige Leute haben sie auch erschossen, die sich dagegen gesträubt haben. Aber dann hat der Pfarrer neben mir, der Haus, der Hauptpfarrer, also der Chef von dem Pfarrhaus, der ist da gestanden und gesagt, wir bleiben bei der Mutter bleiben wir. Also es ist uns, wir haben dann in der Früh, wie wir wach geworden sind, haben wir uns gewundert, dass wir noch leben. Wirklich. Wie gesagt, da haben sie die Brücke zerbombt und dieser Luftdruck hat mein aufgerissen, die Tür von der Küche, und da ist mir die Zuckerdosen runtergefallen und ich wollte ja doch eigentlich irgendwas am 1. Mai, wollte ich irgendwas mit ein bisschen süßen Sachen machen und das war natürlich schlecht, aber mein Gott, das ist alles schon so lange her. Aber die Nazis, die haben da noch Leute umgebracht, 4 haben es erschossen, auch einen von der Administration, Pfarrer Vogel, mit Genickschuss. Im Hof vom heutigen Landratsamt, in dem Hof hinten haben sie es erschossen. 4 Leute.
Ich sag, in Burghausen war es ein bisschen später, aber bei uns waren die Nazis dann. Und die sind dann alle fort wieder nach Süden, also Richtung Berchtesgaden und so weiter, sind die ins Gebirg, ne? Die Nazis, die sind dann alle davon. Wie die dann gekommen sind, wurden sie natürlich von den, die also für die Amerikaner waren, wurden sie natürlich schon in die Kirche geführt und zu den Klöster geführt und so weiter. Und die haben alle, also die englischen Fräulein, die haben ja Englisch gesprochen mit ihnen und haben also schon auch sich liebenswürdig gezeigt und bereit zu irgendwelchen Sachen, wenn sie was brauchten oder so. Das wurde schon organisiert. Also da sind dann auch so Aufläufe gewesen am Stadtplatz dort. Und das wurde dann teils Deutsch und teils Englisch geredet. Aber wir waren eigentlich froh, dass sie da waren, ehrlich gesagt. Weil wir gesagt haben, die anderen, die hätten uns ja umgebracht. Ne? Aber man hat sich halt nichts sagen getraut. So war's. Anfangs, wann war denn das? Warten Sie mal. 33, ja? 33, ja. Das hat sich eigentlich relativ schnell entwickelt, aber die sind natürlich mit ihren Liedern und mit ihren braunen Uniformen durch die ganze Stadt marschiert und haben gesungen und Mordsklaude haben sie gemacht. Also, und die haben also immer so Nazi-Lieder gesungen. Wir haben uns standhalten müssen. Wir haben uns, wenn man uns ruhig gehalten hat, wurde nichts gemacht, aber sonst hätten sie uns ja verhaftet oder umgebracht, wenn wir uns aufgeregt hätten. Ne? Natürlich in Altötting schon auch nicht so stramm wie woanders vielleicht. Gell? Obwohl manches Mal am Kapellplatz eine deutsche Trauung war. Also da hat dann irgendein anderer, Nazi, natürlich hat die auch vor der Kapelle getraut. Ne? Aber keine katholische Trauung, sondern eben deutsche Trauung. Also die haben schon auch ihre, ein bisschen gesponnen haben die schon auch, ehrlich gesagt. Ehrlich. Also wie gesagt, es wurde alles mehr oder weniger unter ein bisschen modernisiert, also sie haben es nicht so streng genommen, als wie in einem anderen Ort vielleicht, wo sie die Leute eingesperrt haben. Sie haben dann schon wieder ein bisschen nachgegeben, aber wie gesagt, man hat ja die Leute gekannt, die also hauptsächlich für die Hitler da waren. Die waren schon bekannt. Und da hat man sie natürlich schon in Acht genommen bei denen. Aber die Nazis, vielleicht waren sie in Altötting nicht so schlimm wie woanders. Es kann sein, dass sie sich ein bisschen zurückhalten mussten, weil sie genau gewusst haben, dass die ganze Bevölkerung mehr zur katholischen Kirche neigt als zu ihnen. Ich weiß nicht, wie den Tag, nachdem die Fünfe umgebracht haben, da war am Kapellplatz eine Grabesstille. Es waren schon Leute da, die in die Kirche gegangen sind oder vor der Kirche gestanden sind. Dann habe ich beim Fenster nachgeschaut, was ist denn da heute los? Was ist denn da heute los? Da habe ich meine Nachbarin gefragt, die Nebenhaus, die hat auch beim Fenster geschaut, sagt es gegen einen. Und dass die am Tag vorher von den Nazis noch erschossen worden sind, weil die sich mit dem Landrat beraten wollten, was sie mit den Amerikanern machen. Und dann haben sie es hinter dem Haus, hinter dem Landratsamt, auf der Rückseite, das ist ein Garten, und da haben sie es erschossen, mit Genickschuss. Standrechtlich. Und das haben die Leute dann ganz leise erzählt. Keiner hat sich laut reden dran.
eigentlich also durch die ganze Stadt sind sie marschiert mit ihren braunen Uniformen und er, der Blachherrn voraus, schönes Gesicht geworden. Also wie gesagt, also ernst genommen haben wir es eigentlich nicht. Okay. Nein. Wir haben sie ja gekannt, gell? Ja. Dadurch, dass sie früher, da haben sie sich ja nicht vertraut, aber wir sie eben da die Macht gehabt haben, dann haben sie sie natürlich, sonst, also wie gesagt. Die Kirche hat das Hauptsagen gehabt damals, gell? Ja. Und die haben also alles bestimmt und darum haben wir auch damals kein Bad bekommen im Sommer. Das ist erst gemacht worden, wie die Nazis da waren. Das Bad in St. Georgen. Okay. Allerdings war das sehr primitiv damals. Bloß es war ein viereckiger Beton und da war nur der Boden war nur aus Erde. Also es war, aber es war wenigstens ein Bad. Zuerst haben wir es gehabt. Und es waren ja bloß die zwei Bäche da. Der Mörnbach und der Sickenbach, da hat man ja nicht baden können, der war ja bloß so hoch. Ne? Da musste man sich ja auf den Bauch legen, dass man überhaupt los war. Also da war nichts zum Baden. Aber wie gesagt, das am Anfang waren die Nazis, die haben also das Magistrat übernommen, aber der Stadler war damals, glaube ich, nur der Chef vom Bezirksamt, der ist ja, mein Vater, der war kein Nazi. Das war der Einzige, der nicht zur NSDAP gegangen ist. Alle anderen Beamten sind also Mitglieder geworden, wie die Nazis da waren. Und der Chef hat ihn allebei moniert und gesagt, sie können sie nicht halten, wenn sie nicht auch also zur PG gehen. Er ist auch dazugegangen, aber das hätte ihm sowieso nichts genutzt. Er hat gesagt, ich bin ein Beamter und ich muss das machen, was die Obrigkeit vorschreibt. Ja? Die Gesetze. Ja? Die muss ich halten. Ja? Das ist mein Beruf, ich bin Beamter auf Lebenszeit. Der Bürgermeister Mayer zuerst, und wenn der gefragt worden ist, wann kriegen wir denn endlich ein Bad und so weiter, dann hat der gesagt, ja, ich verdirb mir's nicht mit der Geistlichkeit. Solange ich Bürgermeister bin, gibt's kein Bad. Und erst nachdem der abgesetzt worden ist, und da hat der gesagt, ich verdirb mir's doch nicht mit der Geistlichkeit. Aber er ist dann mit seiner Freundin, mit dem Auto, er hat also ein kleines Auto gehabt, so ein grünes, zweisitziges, ist er dann noch zum Staubeier rausgefahren und hat da draußen gebadet. Ne? Und wir sind mit dem Radl rausgefahren. Oder mit dem Sumser, der ist ja über Mühldorf, Töging, Neuötting, Altötting, hat der immer so einen Kreis gemacht. Ne? Am Altötting haben sie ja dann auch die Wallfahrer mitgenommen und so weiter. Sind ja auch noch Pilger gekommen. Es waren schon auch noch Umzüge bei der Nacht mit Kerzen. Ne? Also so um die Kapelle rum sind es dreimal gegangen, bis dann in der Mitte zusammengekommen sind. Das war auch noch in der Nazizeit natürlich. Aber natürlich waren auch Sachen da, die natürlich die katholischen Leute ziemlich aufgestoßen sind. Und wenn sie so durch die Straßen marschiert sind mit ihren braunen Uniformen und dann solche Kampflieder gesungen haben. Und also, aber sie haben schon, also manchmal sind auch Pilger gekommen, aber das war natürlich, gegen die jetzige Zeit war das eine Kleinigkeit damals. Die haben sich schon einschränken müssen. Aber wir haben damals auch Übernachtungen gehabt. Im Rückgebäude haben wir ein Zimmer gehabt für Gäste. Wenn jemand von der Familie gekommen ist, also, da haben wir auch manches Mal dann, wenn so große Prozessionen waren und sie wollten dann unbedingt, dass man das vermietet, dann haben wir es halt vermietet. Aber also direkt dann Schaden oder große, wie soll ich sagen,
große Einschränkungen haben wir nicht gehabt dadurch. Man hat sich bloß nicht rühren dürfen. Nicht zu viel Propaganda machen. Ja. Aber da war zum Beispiel ein Geschäft, gleich neben dem Eingang von der Stiftskirche, das gehört ihnen heute noch, Blachjan heißt das. Und der Blachjan Franz, drei Brüder waren es. Einer hat Franz geheißen, war der älteste. Und das war der, der als erster allerweil bei diesen Umzügen dabei war. Gesicht. Und der wäre aber zu uns gekommen im ersten Stock und wollte den Vater irgendwie ausfragen, ob der oder der was Negatives über den Hitler gesagt hätte oder so. Und hat gesagt, ich weiß davon gar nichts, ich konnte ihnen da gar nichts sagen. Aber wie gesagt, man hat ihn in Ruhe lassen, er ist nicht drangsaliert worden oder verhaftet worden oder sonst was. Obwohl das in der Stadt rumgeschlagen ist, jetzt haben sie einen Sperl verhaftet. Nein, der ist nicht verhaftet worden. Und er hat sich auch ruhig gehalten, aber wie gesagt, es war eigentlich, aber die Jungen von den Blachjans, das waren lauter Nazi. Unsere Schwester haben es gehabt, die war ein bisschen älter wie ich, die war auch bei den englischen Fräulein, ein oder zwei Jahre älter wie ich. Und die hat sich dann auch als Hitler, auch der Vater, der Alte, der hat ja dauernd geschimpft über die Nicht-Nazis waren. Und hat auch, die Familie Blachern waren hundertprozentige Nazis. Gibt es ja noch einige, aber die meisten sind schon gestorben. Also die ich gekannt habe, sind schon alle tot. Blachern haben sie Rosenkränze verkauft und Kruzifixe verkauft und also haben ja auch von den christlichen Leuten profitiert dadurch, dass sie diese Sachen, das ist ja ein Wallfahrtsgeschäft gewesen, mit Rosenkränzen und Bilder und Kruzifixe und also alles Mögliche. Ne? Ja, da war man in der Liedertafel war man beieinander. Ja, beim Schecks unten haben wir alle 8 Tage eine Liedertafelabend gehabt. Gell? Und da haben wir dann Lieder einstudiert. Oder wenn ein Konzert war, haben wir das natürlich später dann auch vorgetragen. Der Suchumel, der lebt aber auch nicht mehr, der ist schon lange tot. Aber der war aus dem Egerland, der ist erst nach dem Krieg gekommen. Ja, das war ganz ein gemütlicher Mensch. Aber mein Gott, der hat halt damals auch nach der Geige getanzt. Gell? Der hätte gar nicht anders können wahrscheinlich, aber wenn er irgendeine Funktion gehabt hat, dann haben sie ihn natürlich hinterher dafür gestraft, das ist klar. Die Klosterfrauen wollten natürlich, dass man vorher in die Kirche geht, das war um 7 in der Früh schon die erste Messe. In der Schule ist ja auch Kirche, also die hat die Türe zur Meitingerstraße, ne? Gegenüber dem hohen Haus, das früher die Volksschule war, von den Buben. Die Buben sind auf der Seite von der Stadtpfarrkirche, also in die Schule geführt worden, 2 und 2, und wir auf der linken Seite, auf der anderen Seite. Wir sind hermetisch von den Buben abgeschnitten. Wir haben nichts, nur den Kommunionunterricht vor der Erstkommunion, den haben wir in der Ferienzeit, in der Osterzeit gemeinsam gehabt. Aber sonst sind wir mit den Buben überhaupt nie zusammengekommen. Außer es hat auch einen Bruder gehabt, der in die Schule gegangen ist. Aber ich habe ja keinen Bruder mehr gehabt, der meine ist ja gestorben. Also wie gesagt, wir sind ganz, ganz von den Schulen, von den Bubenschulen sind wir ganz abgesondert worden. Unsere Schule war ja weiter draußen an der Ecke, wo es zu der Friedhofstraße geht. Ja? Und die ist auch nicht mehr so, wie es war. Die haben es auch umgebaut.
Und dann war ich nach der 5. Klasse im Institut, da musste ich also immer bei der Porte reingehen. Und zuerst war also noch, die Klosterfrauen wollten natürlich, dass man zuerst die Messe besucht, aber nicht immer bin ich in die Messe gegangen. Weil man das allerdings früher war, da hätte ich ja schon um 6 Uhr aufstehen müssen. Und da früher habe ich allerdings so ein bisschen länger geschlafen. Und ich war eben kein Frühaufsteher. Aber wie gesagt, das hat den Lehrkräften nicht gefallen, wenn ich nicht in die Schule gegangen bin. Nicht in der Kirche war, sondern erst um 8 Uhr bei der Pforte durchgegangen und dann hinterher bis zu dem Schulgebäude. Und da war dann die erste Klasse, ging um 8 Uhr an. Und die erste Schulstunde und bis um 12 Uhr. Dann war bis um 1:30, musste heim zum Essen und dann um 1:30, 1:45 wieder rein in die Schule, bis um 5 Uhr. Und dann waren noch 2 Stunden Studierzeit für die Internen und die Externen sind heimgegangen und haben daheim gelernt. Und es waren manchmal, also die unteren Klassen waren schon größer, aber wenn es dann weiter aufgegangen ist, dann waren wir glaube ich bloß nur 18 oder 17, sowas. Ja. Nur der Religionslehrer, der Spiritual, der war der einzige Mannsbild, der kam alle zu der Religionsstunde. Der ist auch hauseigener Geistlicher gewesen, der in der Früh die Messe gehalten hat und der auch sonst, also die alle Klassen mit Religionsunterricht und er hat, glaube ich, auch noch die anderen gehabt, die Klosterfrauen wurden. Da gab es ja noch eine extra Schule, die, glaube ich, war 3-jährig. Die war auf der anderen Seite, nicht am anderen. Also nicht da, wo wir waren, sondern woanders. Und die kenne ich eigentlich nicht. Aber die waren unterm Zeichensaal, haben die da ihre Ausbildungsstätte gehabt. Da hat er natürlich auch Religionsunterricht gegeben. Das waren so schwarz gekleidete Aspirantinnen. Hat er mich einmal gefragt. Das heißt, unsere Klasse in der 5. glaube ich, waren wir da. Oder schon in der 6. Nein, der 5. Hat er mich einmal gefragt, ob der Kuss eine Sünde ist. Die meisten haben gesagt, nein, das ist keine Sünde. Und ich habe gesagt, pass auf, jetzt kommen wir da. Ich habe mir gedacht, ich weiß genau, was du von mir wächst. Hat er mich aufgerufen und habe gesagt, an und für sich ist es keine Sünde, aber es könnte zur Sünde führen. Hat er gesagt, ja, die Ansicht der Sperle ist richtig. Das kann ja einer. Das fällt mir gerade jetzt momentan ein. Aber ich habe den genau durchschaut gehabt. Ich habe schon gewusst, was er von mir haben will. Naja, wir waren ja auch schon 15, 16, gell? Zu der Zeit. Teenager sagt man halt heute, nicht? Früher waren es Backfische. Klosterfrauen haben da, wir haben ja nicht einmal kurze Ärmel tragen dürfen in der Schule. Wir haben lange Ärmel im Sommer tragen müssen. Und Strümpfe, also keine nackten Beine, die soll es bei uns nicht geben. Mit dem Dampf. Mit der Dampfmaschine nach Naetting gefahren. Da war ja Gleis auf der Naettinger Straße. Von Altötting, da, wo der, da in der Nähe vom Schulhaus, wo wir drin waren, also die Mädchen, ein Stückchen zurück noch und da war dann das Gleis zu Ende. Und in dem Gleis ist das Bockerl gefahren. Das waren ein oder zwei Wegen, normale, wie in Heidekai, gibt es ja die auch nicht mehr, die alten, so grünliche Aufstricher. Und vorne, das mit Dampf, ist das mit Kohle geheizt worden. Da haben wir also die fest eingeschaufelt, dass er dann wieder weitergeht. Also das war die Endstation, war vis-à-vis das Gasthaus, das ist heute noch da. Aber da ist diese Bockerlbahn,
Und die ist gefahren von der Stelle aus mit einem richtigen Dampfmaschine und mit zwei Anhängern. Und ich glaube, ein Wagen für Backeln oder für Post war auch noch dabei. Und die Neuettinger sind mit dieser Bockernbahn, das hat aber sonst noch keine Omnibusse gegeben, sind die mit dem Zug auf dem Gleis der Neuettinger Straße dann also hinausgefahren. Und da war zwischen Alt und Neuetting war die Betriebsstation, da war die Bockernbahn in der Nacht. Die hat da übernachtet, die hat da eine Garage gehabt, also so ein größeres, wo sie reinfahren hat können, auch mit Schienen. Und dann sind sie runtergefahren über den Berg und dann an dem ehemaligen Krankenhaus vorbei, wo wieso wie der Friedhof ist, dass die Kranken gleich eingraben. Und dann über die weiter vor, die große Kurve da, durch das Burghauser Tor, also durch den ganzen Stadtplatz, dann runter über den Berg, weil das Tor, das war nur für Fußgänger, das zweite Tor. Da hat man schon runtergekommen, aber der war so steil, da hätten sie gar kein Gleis liegen können. Also haben sie den Berg hergerichtet und haben also dort. Und das ist dann bis zu der Neuettinger Bahn rausgefahren, denn die war ja so weit weg. Da haben ja die Leute alle mit dem Bogerl heimfahren müssen. Heute fahren sie ja, wenn sie von der Neuettinger Bahn aussteigen, die Neuettinger, dann müssen sie auch mit irgendeinem Fahrzeug, mit einem Bus oder mit irgendwas, bis zum Stadtplatz fahren. Ne? Das ist ja das Zentrum von der Neuettinger Straße. Aber die Bockerbahn war ja schon interessant, weil die ja natürlich einmalig war. Zwischen Alt und Neuetting eine Bahn, die also mit Dampf betrieben wurde und die also mit Kohlen und Schaufeln und so weiter, wurde die betrieben. Er hat also Zahngrößen, das war ein Zahnarzt und Friseur zugleich. Bauer. Der Bauer, der war am Tilliplatz, der hat auch Zähne gerissen und gleichzeitig hat er die Leute rasiert oder Tor geschnitten. Also Friseur und Bauer und Zahnarzt war eins. Die haben so eine Schüttel heraus gehabt mit einer goldenen Teller. Das war also das, wo man sie einseift. Und das andere war also, zum Teil waren es Zahnärzte, die Zähne oder plombiert haben sie es auch. Und auf der anderen Seite haben sie die Frisuren gemacht, also rasiert und geschnitten. Und die Frauen haben natürlich die schönen Haare onduliert bekommen. Ja, einmal, ja, und zwar, wie Österreich zu Deutschland gekommen ist, da ist er über den Kapellplatz gefahren, im offenen Wagen, da habe ich seine runde Tellermütze gesehen. Okay. Und die Wurm vom Franziskushaus draußen, das ist ja Richtung Neuetting, die Neuettinger Straße, so ziemlich am Ende von Altötting gibt es das Franziskushaus. Das sind Buben, die werden also da, das ist ein Internat und haben auch eine Schule. Und die sind also katholische Schwestern, aber ein anderer Orden als wir die Englischen. Ich weiß nicht, eine andere Haum haben die auf. Und die Buben, die sind vom Brasch immer unterrichtet worden im Blasen. Die haben also so große, die Tubas oder wie die Trompeten gefasst hat, die fast so groß wie die Kinder. Und die sind dann, haben erfahren, dass der Hitler die Neuettinger Straße, über Neuetting ist er ja nach 7 Wochen, Braunau, ne? Da ist er ja daheim. In Braunau war er ja daheim, das war sein Geburtsort. Und die haben also erfahren, dass der Hitler kommt, und das war Vormittag und Mittag, so um 11 Uhr rum, an dem Tag. Da haben die sich auf die Straße aufs Trottoir hingestellt und haben einen Marsch gespielt. Da hat er
so kleine Buben mit so großen Instrumenten. Ich hab's nicht gesehen, weil wir waren ja daheim, wir haben ja bloß beim Fenster rausgeschickt. Aber man hat's ja hinterher gehört, dass die Franziskushausbuben einen Begrüßungsmarsch für den Führer gespielt haben.